Moin ihr Lieben, ich bin Katharina und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wie ihr gerade seht, geht es heute um alles Mögliche an Ideen für unterwegs. Sei es, was man sich mitnehmen kann oder was man auch einfach, wenn man mal nicht die Zeit hatte, sich vorher etwas zu machen, unterwegs essen kann. Ebenfalls gibt es heute bei Magie auf dem Kanal ein paar Ideen, was die italienische Küche betrifft, wo ihr gerne im Anschluss einmal vorbeischauen könnt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit meinen Ideen für unterwegs. Das wird heute mitgenommen. Und zwar haben wir hier einmal Reis mit süß-saurer Soße und Kichererbsen mit Tomatensauce. Die Kichererbsen mit Tomatensauce waren schon fertig aus dem Glas und einen Chewfruit-Smoothie dazu. Ebenfalls wird ein Löffel mitgenommen, sowie eine Flasche Wasser. Und noch so für zwischendurch ein Riegel. Die sind einfach klasse und den hatte ich noch da und deswegen kommt der auch noch mit. Heute wird das hier mitgenommen, einmal ein paar Gurken in einem Weckglas. In Weckgläsern wurde früher ja eingemacht, also Marmeladen oder andere Dinge. Und in einem, was wir ja in einem Mason Jar, wie man es ja nennt, Alpro Cremoso mit Blaubeeren und ich glaube, das soll Blaubeermuffin sein. Ich merke da nicht so einen großen Unterschied zum normalen Blaubeerjoghurt von Alpro, ist halt nur eben ein bisschen cremiger und nicht ganz so wässrig. Thank you.
wird heute mitgenommen? Und zwar haben wir hier gekochten Quinoa mit Zitronensaft. Einfach gekocht wie Reis, doppelte Menge Wasser und dann wie auf der Packung 20 Minuten. Einmal diesen Chia White-Saft von True Food. Da war mal der Chia Yellow drin. Ich mag den roten lieber. Da habe ich Sojakakao drin. Das ist Salat. Da ist der Salatdressing, da der Salat sonst matschig werden würde. Und als Dressing habe ich mir das, glaube ich, habe ich mir dieses mit Mango und das Sylter-Dressing. Diese beiden vegan von Knorr, glaube ich, gemischt. Ja, ich glaube, das war Knorr. Da hinten ist mein Brot drin, wie ich euch schon gezeigt habe. Einfach Sauerteigbrot mit einer Cashew-Paprika-Creme. Hier haben wir dreimal so Riegel und nochmal zwei Rohrbite. Die Riegel sind einfach so eine Samenriegel, also einmal so ein Chia-Riegel, Moringa, Hibiskus und dann noch einmal Rohrbite, Vanilla Berry und Coconut. Diese drei Sachen nehme ich jetzt einfach so mit, ob ich sie heute esse oder die nächsten Tage mal gucke. Aber sie werden in die Tasche gepackt und da ich heute meinen langen Tag habe, wird das alles mitgenommen. Natürlich einen Löffel und eine Gabel noch. Sowie eine Flasche Wasser und ein paar Gummibärchen, die ich mir im Bioladen abgefüllt habe, die sind auch vegan. Also heute wird es sehr vegan. Kurz hierzu. Und zwar als erstes die beiden Rohrbeiträgel. Habe ich beide gegessen. Ich hatte erst die Erwartungen eigentlich, dass das so Riegel sind, die sehr gesund und nahrhaft sind. Klar, aber dass die nicht so sind, wow, lecker, esse ich jetzt in einem Stück auf. War aber in diesem Fall der Fall. Sind beide sehr lecker. Kokos gefällt mir nicht ganz so gut wie Vanilla Berry, sind aber beide sehr, sehr lecker. Dann zu diesen Riegeln. Von dem Chia-Riegel hier oben habe ich einen gegessen. Da sind immer jeweils drei Stück drin. Dann habe ich Moringa und Hibiskus probiert. Ist allerdings überhaupt nicht meins. Mag ich daher nicht so gerne. Und auch der Chia-Riegel war jetzt nicht so das Leckerste. Die sind halt auf Sesam-Basis, glaube ich. Jedenfalls haben sie so eine bestimmte Basis und dann halt jeweils mit Chia, Moringa und Hibiskus. Und die waren jetzt nicht so meins, werden alle so nicht nachgekauft zum Probieren, aber vollkommen okay. Aber die beiden Rohrbeiträgel sind sehr, sehr lecker und mittlerweile habe ich mir sogar schon den mit Vanilla Berry nachgekauft. Zweimal. Dies wird heute mitgenommen. Der Rest Quinoa, den ich gestern nicht aufgegessen habe, da habe ich mir ein bisschen getrocknete Tomaten reingeschnitten noch und ein bisschen Zitronensaft dazu gegeben und ein paar kleine Tomaten aus dem eigenen Garten. Entschuldigt das Geräusch der Lüftung, aber das hier wird heute mitgenommen. Und zwar geht es um eine 6-stündige Busfahrt von Amsterdam zurück nach Hamburg. Und das sind einmal Crepes mit Orangencreme. Die sind natürlich nicht nur für mich alleine, aber wenn man eine Küche hat, dann kann man sich ruhig einfach morgens mal was machen, wenn man gerade unterwegs ist. Und die sind einfach lecker.
Das ist mein heutiges Frühstück. Zum einen ist hier einmal Ananas, dann haben wir ein 3,8%iges Joghurt von Landliebe, wozu ich diesen Honig habe, das ist Akazienhonig, Eigenmarke Rossmann. Der war mal in so einer Rossmann-Box drin, die ich über den Blogger-Newsletter zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen habe. Akazienhonig war bisher nicht so meins, aber jetzt hier gerade im Joghurt schmeckt es, finde ich, sehr gut, weil er sehr leicht ist. Ich würde, auch wenn das hier für unterwegs natürlich sehr praktisch ist, entweder mir ihn hier wieder umfüllen, anderen Honig, oder halt einfach ein Glas mitnehmen oder ähnliches, denn ich mag diese Plastikverpackungen eigentlich nicht so gerne. Dann habe ich zusätzlich zu der Ananas noch hier eine 1 Liter Thermoskanne mit Tee. Da habe ich diesen hier, marokkanische Minze von Teegeschwendner. Das ist ein grüner Tee. Grüner Tee ist eigentlich nicht so meins, aber in diesem Falle geht es. Und ich versuche mich halt irgendwie mittlerweile ein bisschen an grünen Tee auch ranzuwagen und da so ein bisschen durchzuprobieren. Dann einmal, besser gesagt zweimal Ovomaltine, die normale Schokolade und einmal die Crunchy-Schokolade. Ich mochte Ovomaltine früher mal sehr, sehr gerne als Kakao, da kommt es ja ursprünglich her. Und dachte mir, gut, Schokolade nimmst du mal mit, weil ich hatte mal so einen Riegel, den ich total toll fand. War mir aber nicht sicher, welche. Und dann dachte ich mir, gut, vergleichst du sie mal, nimmst du gleich beide mit. Und ich nehme jetzt einfach mal beide mit, weil auch mal gucken, was andere dazu sagen. Und ja. Natürlich darf nicht fehlen, ein Löffel, eine Gabel. Fürs Joghurt und für die Ananas, die ich eben frisch geschnitten habe. Und das ist mein Frühstück für heute. Mal gucken, vielleicht nehme ich noch eine Brezel mit unterwegs. Aber mal gucken, was sich heute noch so ergibt und wie groß mein Hunger am Ende noch sein wird. Also ob eine Brezel Not tut oder nicht. Ich hoffe, es waren ein paar Ideen für euch dabei, was ihr euch vielleicht demnächst mal unterwegs mitnehmen könnt. Und ansonsten schaut doch gerne mal bei Magier vorbei, bei den italienischen Ideen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Hallo, mein Name ist Magier und ich bin vom Kanal Magier's Life. Ich habe auf meinem Kanal auch ein Food Diary hochgeladen. Und zwar war ich 8 Tage auf Sizilien im Urlaub und ich habe den ganzen Tag über gefilmt, was ich gegessen habe. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet.